In diesem Vlog erzähle ich euch ein bisschen was über Dreamland Grusel, ein bisschen etwas über Contendo Media. Ich erzähle euch auch, welche Hörspiel-Neuzugänge ich bekommen habe und ich mache einen kleinen Real Talk über Facebook. Wenn ihr da Bock drauf habt, einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Vlog-Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohrenkino. Ihr habt im Intro ja schon gehört, es gibt so ein paar Themen, die ich mit euch besprechen würde oder die ich euch vorstellen möchte. Und ich würde auch sagen, fangen wir auch direkt damit an. Ich habe mal wieder ein neues Rezensionsexemplar bekommen. Hier seht ihr das Schreiben von, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ich glaube Leonine Studios. Das ist auf jeden Fall der zweite Teil, Erebos Teil 2, das Hörspiel nach dem Buch von Ursula Poznanski. Und den ersten Teil habe ich schon rezensiert, den könnt ihr auf jeden Fall auf meiner Homepage nachlesen, verlinke ich euch unten in der Caption. Und das ist der zweite Teil, den muss ich allerdings auch erst noch hören und rezensieren, aber ich gehe mal davon aus, dass es genauso spannend wird wie der erste Teil. Geht auf jeden Fall auf meine Homepage, da könnt ihr den ersten Teil schon lesen und demnächst natürlich auch hier den zweiten Teil. Dann habe ich wieder ein paar Neuerscheinungen für euch. Diese habe ich allerdings gekauft. Das heißt also, das sind keine Rezensionsexemplare. Rezensionsexemplare, so schwer kann es ja wohl nicht sein, oder? Die habe ich mir allerdings gekauft. Das heißt, das sind keine Rezensionsexemplare. Heißt aber nicht, dass ich die nicht vielleicht trotzdem rezensieren werde. Und zwar war das letzte, was ich mir gekauft habe, Hurricane, Stadt der Lügen von Raimund Weber. Da bin ich mal ziemlich gespannt drauf. Ich habe ja auch seine letzten Meisterwerke, Vidan 1, Staffel 1 und Staffel 2 gehört. Ist eine sehr komplexe Geschichte, sehr düster und ich gehe mal davon aus, dass das hier auch so in die Richtung gehen wird. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Das nächste ist von Contendo Media. Der Comic-Killer von Hiddensee. Zu Contendo Media kann ich euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, aber jetzt erstmal die Neuerscheinung. Inselkrimi Nummer 20 von Frank Kammerschmidt. Frank Kammerschmidt kennt ihr natürlich von den Zukunftschroniken und er hat auch schon einige Geschichten für Contendo geschrieben, deswegen dürftet ihr den Namen auch so sicherlich schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Habe ich auch noch nicht gehört, ist gestern erst angekommen und freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich glaube, zu Oliver Döring muss man nicht allzu viel sagen. Seine Hörspiele sind eigentlich immer sehr gut produziert, mit einer unheimlich guten Cast und wirklich auch gut gemacht. Und auch bei Fantastische Geschichten sind wir mittlerweile ja schon in der zweiten Staffel, muss ich sagen, gab es bis jetzt nur ganz wenige, die ich nicht ganz so gut fand. Die meisten fand ich wirklich richtig, richtig, richtig gut. Deswegen bin ich auch gespannt auf Der gestohlene Körper, wie das wird. Ich gehe mal davon aus, ich kenne die Geschichte leider tatsächlich nicht, ich gehe mal davon aus, dass es sich wieder um etwas Übernatürliches handeln wird und bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt drauf. Und auch bei diesem Hörspiel handelt es sich um eine zweite Staffel und zwar Und auf Erdenstille. Hier wird die Geschichte fortgeführt von der Hauptdarstellerin Rhiannon, die mittlerweile ihren Vater gefunden hat und zusammen mit ihm will sie das Heilmittel zurück in ihre Heimat bringen. Allerdings werden ihr da so einige Sachen, Steine in den Weg gelegt und es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, weil eben die ganze Welt drumherum und wer noch alles auf dieser Welt lebt, noch ein bisschen näher beleuchtet wird und finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe es noch nicht zu Ende gehört. Ich bin erst bei der zweiten CD, hat mir bis jetzt aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gefallen. War auf jeden Fall eine sehr gute Fortsetzung bis jetzt. Über diese CD-Box habe ich mich ganz besonders gefreut, denn Wayne McLare, den Meisterdieb, gab es bisher nur digital. Jetzt eben auch als auf CD, zumindest die ersten vier Folgen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch die anderen Folgen irgendwann auf CD geben wird. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, finde ich ziemlich gut. Und ihr seht hier auch, genau, hier sieht ganz normal, ganz klassisches. Ganz klassisch hier auf CD. Falls ihr Wayne McLare noch nicht kennt, Wayne McLare ist ein Meisterdieb, der, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts sein Unwesen in London getrieben hat und da Scotland Yard immer auf Trab hält. Geschrieben von Paul Burkhardt und die Geschichten haben immer so eine ordentliche Portion Humor, ist wirklich ganz gut gemacht und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr auf diebische Geschichten steht. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, auch dass sie jetzt endlich auf CD rausgekommen sind. Kommen wir zu dem letzten Rezensionsexemplar, was ich erhalten habe, und zwar La Buena Bestia. Ich will zu diesem Hörspiel noch nicht allzu viel verraten, weil ich möchte auf jeden Fall eine Kassettenkind-Folge darüber machen. Deswegen nur ganz kurz vorgestellt, ist eine Zusammenarbeit mit dem Hörspielprojekt und die Macher haben sich auf jeden Fall gedacht, zusätzlich zu dem Hörspiel, was es online natürlich schon gibt, wollten sie auch eine Kassette dazu machen. Und wie gesagt, mehr über dieses Hörspiel erfahrt ihr in der nächsten Kassettenkind-Folge. Kommen wir zu einem nächsten Thema, und zwar Hörspielprojekt.
Produktion. Ich hatte in meinem letzten Video ja schon darüber gesprochen, dass ich so einige Produktionen gerade mache. Andere habe ich schon abgeschlossen, andere stehen noch an. Die letzte, die ich auf jeden Fall abgeschlossen habe, ist die Vertonung für Midnight Tales, auch von Contendo Media. Und leider kann ich euch wie immer nicht so ganz so viel dazu sagen, weil sie eben noch nicht veröffentlicht wurde und ich weiß auch nicht genau, wann sie veröffentlicht wird. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine Science-Fiction-Geschichte sein wird und dass einer der Hauptsprecher Manu Lobowski ist. Manu Lobowski kennt ihr natürlich als Klößchen von TKKG, aber auch von der Stimme von Tom Ellis aus Lucifer oder von Joey McHale. Der spielt den Jeff Winger bei Community. Manu Lobowski, muss ich wirklich sagen, höre ich sehr gerne. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er bei diesem Midnight Tale dabei war und ich es eben vertonen durfte. Hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht. In dem letzten Video hatte ich ja auch erwähnt, dass ich gerade mit Dreamland im Gespräch bin, dass wir da vielleicht irgendwas zusammen auf die Beine stellen wollen. Und da ist mittlerweile eine ganze Menge passiert. Thomas Birker, der Chef von Dreamland, hat ja sozusagen ein kleines Casting ausgerufen, wo sich Cutter und Cutterinnen einfach bewerben konnten und mich hat er dann auch gefragt. Ursprünglich sollte ich ja nur für Tony Ballard den Dialogschnitt machen, aber er sagte sich, Mensch, du könntest ja dann auch vielleicht eine ganze Produktion übernehmen beziehungsweise den kompletten Schnitt und sagte, mach doch da einfach mit. Und das habe ich auch gemacht. Dann gab es so eine kleine Aufgabe. Es gab so 2, 3 Szenen aus Tony Ballard, die man einfach dann so vertonen sollte. Und dann hat man das irgendwie eingereicht. Und ich glaube, er und Tom Steinbrecher haben sich das auf jeden Fall dann angehört und haben dann die Leute ausgewählt, wo sie dachten, dass die in Frage kommen. Und ich habe eine Mail erhalten, wo eben drin stand, dass ich eben auch zu den Leuten gehöre, die in Frage kämen. Und ja, fand ich natürlich super klasse, dass ich es irgendwie in diesem Casting halt geschafft habe. Und ja, wir werden sehen, wann wir die erste Produktion zusammen machen. Ich habe da halt noch keine genauen Informationen. Ich muss dann mit dem Thomas nochmal drüber sprechen. Aber auch da, wie gesagt, folgt mir einfach hier auf YouTube oder auf Instagram und dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Kommen wir zu dem nächsten Thema, Facebook. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt oder in meinem Newsletter hatte ich es auch schon erklärt. Ich habe mich von Facebook so ein ganz klein wenig zurückgezogen. Es hat nichts damit zu tun, dass ich Facebook doof finde oder dass ich das boykottieren möchte. Es ist nur einfach so, dass ich alles in meiner Freizeit mache und ich habe einfach in den letzten Monaten gemerkt, dass Facebook wirklich, ja, es macht einfach keinen Spaß mehr, weil ich bekomme auch kaum Feedback. Also wenn ich irgendwelche Posts mache, dann habe ich das Gefühl, es sieht keiner, es nimmt keiner wahr und es ist so einfach auch etwas eintönig geworden. Und ich habe einfach überlegt, in meiner Freizeit, die einfach leider sehr knapp bemessen ist, muss ich einfach abwägen, was bringt mir was, was macht mir Spaß und was nicht. Und ich habe einfach gesagt, dass mein Facebook-Auftritt, also meine Fanpage, dass ich die erstmal momentan ruhen lasse. Das heißt nicht, dass ich sie lösche oder dass ich da gar nicht mehr zu erreichen bin. Es ist nur einfach so, ich habe meine Aktivität einfach ein bisschen eingeschränkt und bin einfach deutlich aktiver auf Instagram, weil da habe ich einfach mehr Feedback, die Leute kommentieren mehr. Ich habe das Gefühl, das ist einfach für mich lebendiger und es macht mir einfach mehr Spaß. Es hat mich noch ein bisschen unzufrieden gemacht, da zu sein, weil man nur noch das Gefühl hatte, man füttert nur noch den Algorithmus und alle machen das auch und jeder ist nur so auf seine Sachen konzentriert und es ist so keine Interaktion mehr da. Und das fand ich so ein bisschen schade und das hat mich manchmal auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen einfach geblockt, sage ich mal. Und ich dachte, nee, das kann ich nicht gebrauchen. Deswegen bin ich nicht mehr so aktiv auf Facebook. Das heißt aber auch nicht, dass ich gar nicht mehr zurückkehre, sondern es ist nur der aktuelle Ist-Zustand. Das heißt also, es kann doch sein, dass ich vielleicht in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten wieder aktiv bin. Das wird sich einfach zeigen, wie ich so drauf bin. Aber wie gesagt, wenn ihr mir folgen wollt, dann tut es auf jeden Fall hier auf YouTube und bei Instagram. Kommen wir zum letzten Punkt auf der Tagesordnung, Fotoshooting. Ich habe gleich ein kleines Fotoshooting für den Kim von Wolfie Office. Und zwar hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, wieder mal ein paar Fotos für ihn zu machen. Ich habe ja damals mal für meine Rezension von Video Integrator für ihn Fotos gemacht, so ein bisschen aufwendiger. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er mich jetzt gefragt hätte, ob ich nicht nochmal Bock hätte, so ein paar Image-Fotos für ihn zu machen von seinen Hörspielen. Und da habe ich natürlich riesig Bock drauf gehabt. Ich muss auch gleich hier noch alles irgendwie so ein bisschen umbauen für das Shooting.
und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich auch auf jeden Fall mit, damit ihr mal gucken könnt über die Schulter, wie ich bei mir hier in den vier Wänden so ein Fotoshooting mache. Und ich würde sagen, legen wir auch mal gleich los. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Vlog und bei meinem nächsten Workshop vielleicht wieder mit dabei seid. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!